alles in Ordnung, gute Landung, hätte sicher auch gute Noten gegeben. Aber dann Adam Malisch. 7 Weltcupsiege in den letzten 8 Springen, auch heute. Passte alles, super Absprung, der Ski geht ohnehin. Malisch ganz locker, noch etwas weiter als Martin Schmidt auf 142 Metern. Die Polen werden sicherlich nicht mit um den Sieg springen, aber mal schauen, wie weit Malisch sein Land nach vorne bringen kann. Wir freuen uns drauf. Österreich und Finnland sind die Favoriten. Und natürlich ist die deutsche Mannschaft sowas wie der Underdog. Vielleicht geht es ja doch noch ein bisschen weiter als auf Platz 3. Aber man muss sich ja kleine Ziele setzen, um dann Step by Step nach vorne zu kommen. Und damit mit der Zeitlupe des besten Springers in der Probedurchsage.